Hallo, wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. In dem heutigen Video möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, wie man die fehlende x-Koordinate eines Punktes bestimmt. Hierzu haben wir immer jeweils zwei, ja, lineare Funktionen gegeben. Einmal hier diese erste, hier diese zweite. Wir haben zwei Punkte gegeben, die allerdings nicht vollständig sind. Denn du siehst zum Beispiel, von dem ersten und auch vom zweiten Punkt fehlt, wie gesagt, diese zuberechnende x-Koordinate. Schauen wir uns erst einmal das erste Beispiel an. So, also. Wie funktioniert das Ganze? Du musst eigentlich, du sollst vielleicht wissen, dass also ein Punkt immer eine x-Koordinate hat, diese finden wir hier, und eine y-Koordinate hat. Das heißt, dieser erste Punkt, der verrät uns schon mal eine Information, denn wir kennen ja die zweite Koordinate. Wir können jetzt hier sozusagen herauslesen, dass y gleich 10 ist. Und ja, das Vorgehen ist relativ einfach. Du schnappst dir genau diese y-Koordinate und setzt sie dann in diese Funktion für das y ein. Du weißt, y ist 10. Also schnappen wir uns hier diese 10 und setzen diese im ersten Schritt genau hierfür ein. So, wenn wir das machen, sind wir hier erst einmal bei 10 ist gleich minus 2x plus 4. Und jetzt haben wir keine Funktion mehr gegeben, sondern tatsächlich eine Gleichung, denn wir haben hier noch eine Unbekannte, das x. Wenn das der Fall ist, du hast also eine Gleichung, bei der nur noch eine Unbekannte vorkommt, können wir genau diese Unbekannte berechnen. Ja, und diese Unbekannte ist natürlich das x. Und wie berechnet man diese Unbekannte? Nun, du musst zusehen durch Gegenrechnung, dass diese Unbekannte irgendwann alleine auf einer Seite steht. In dem Fall dann, weil das x jetzt hier auf der rechten Seite steht, müssen wir jetzt hier im Endeffekt alles auf dieser rechten Seite eliminieren durch Gegenrechnung, sodass das x am Ende, wie gesagt, alleine auf der rechten Seite steht. Ja, und Gegenrechnungen sind immer Plus und Minus, Mal und geteilt. Hierbei würde ich mich an deiner Stelle immer als erstes einmal hier um diese reine Zahl am Ende kümmern. Du siehst jetzt hier diese Plus 4. Die Gegenrechnung zur Plusrechnung ist die Minusrechnung. Also rechne ich jetzt erst einmal diese Gleichung mit minus 4. Und bei einer Gleichung ist es immer so, wenn du etwas veränderst, dann immer grundsätzlich auf beiden Seiten. Das heißt, auch auf der linken Seite müssen wir jetzt minus 4 rechnen. Ja, 10 minus 4 ist natürlich 6. So, und rechts hebt sich diese plus 4 mit dieser minus 4 weg. Denn das würde ja 0 ergeben und eine 0 kann man sich sparen. Also bleibt dann minus 2x übrig. Jetzt müssen wir weiter nach x auflösen, denn wir wollen ja die Lösung für x haben. Was du wissen solltest, ist, dass zwischen einer Zahl und einem x, wenn dort kein Rechenzeichen steht, ist dort immer eine Malrechnung, also hier. Und die Gegenrechnung zur Multiplikation ist die Division. Also um eine minus 2 mal wegzubekommen, muss ich jetzt diese Gleichung durch minus 2 teilen. Auch hier gilt wieder beide Seiten. Für links rechnen wir 6 geteilt durch minus 2. Naja, positiv durch negativ ist negativ. 6 durch 2 ist 3. Insgesamt sind wir da also bei minus 3. Ja, und rechts hebt sich natürlich dieses minus 2 mal. Und die ist geteilt durch minus 2 weg, genau das, was wir haben wollten. Und das x bleibt übrig. Wir können also festhalten, dass die x-Koordinate von diesem Punkt minus 3 ist. Denn minus 3 gleich x ist im Endeffekt gleichbedeutend mit x ist gleich minus 3. Das war das erste Beispiel. Schauen wir uns jetzt mal das zweite Beispiel an. Auch hier haben wir wieder diesen Punkt gegeben. Wir sehen wieder, okay, diese zweite Koordinate von diesem Punkt ist gegeben, also die y-Koordinate. Hier können wir also wieder rauslesen. Y ist gleich 8. Ja, und diese 8, die können wir jetzt hier natürlich wieder für das Y in unsere gegebene lineare Funktion einsetzen. Dann entsteht wieder eine Gleichung, und zwar 8 ist gleich 3x minus 1. Und diese Gleichung müssen wir jetzt wieder, wenn wir das x berechnen wollen, denn das ist ja unser Ziel hier, die x-Koordinate dieses Punktes, ja, dann diese Gleichung nach x auflösen. Wieder als erstes diese reine Zahl am besten. Minus 1, ja, Gegenrechnung zu minus 1 ist natürlich plus 1. So. Wieder beide Seiten. Für die linke Seite rechnen wir also 8 plus 1, das ist 9. Ja, und rechts hebt sich minus 1 plus 1 natürlich wieder weg. 3x bleibt übrig. Und auch hier gilt wieder zwischen dieser Zahl und diesem Buchstaben, also der Variable, mathematisch ausgedrückt. Wenn dort kein Rechenzeichen steht, kannst du dir hier immer einen Malpunkt hindenken. Das heißt, wir haben hier eine Multiplikation. Und die Gegenrechnung zur Multiplikation ist wieder die Division, also die Geteiltrechnung. Dementsprechend teile ich jetzt hier diese Gleichung durch 3. Ne, 3 mal und durch 3 hebt sich weg. Und auch das müssen wir jetzt wieder auf beiden Seiten verrechnen. 9 geteilt durch 3 ist natürlich 3. Jetzt haben wir nach x aufgelöst. Und wir wissen jetzt also schon, diese gesuchte x-Koordinate von diesem Punkt ist 3. Gar nicht so schwer. Wenn du selber noch Videowünsche hast zu diesem oder irgendeinem anderen Thema, dann schreib mir das super gerne mal in die Kommentare. Gerne auch, wie man zum Beispiel so eine y-Koordinate berechnet. Alles Mögliche zu den linearen Funktionen, quadratischen Funktionen. Gerne auch Feedback zu diesem Video. Wie fandest du es? Hat es dir geholfen? Und jetzt wünsche ich dir wie immer ganz, ganz viel Erfolg beim Lernen.